Tennis! Ja, manche Spiele brauchen keinen großspurigen Namen. Man liest den Titel und weiß dann sofort, was einen erwartet. Würde man heute nicht mehr so machen, aber Nintendo durfte das natürlich damals. Das Spiel hatte wahrscheinlich jeder damals zumindest angespielt. Wie hält es sich? Was taugt Tennis für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde natürlich von Nintendo selbst programmiert und auch 1990 bei uns zum Start des Game Boys veröffentlicht. 2011 wurde das Spiel auch auf der virtuellen Konsole des 3DS veröffentlicht. Ja, was erwartet ihr bei einem Spiel mit diesem kreativen Namen? Genau, es ist ein Tennisspiel. Verwechselt diese Version allerdings nicht mit dem NES-Titel. Der Name ist zwar gleich, aber das hier ist keine einfache Portierung. Das Spiel beschränkt sich dabei auf die Basics des Sports. Es gibt zwei verschiedene Spielmodi, einmal den Einzelspieler und einmal den Multiplayer. Im letzteren könnt ihr dann gegen einen anderen Spieler mittels des Link-Kabels antreten. Leider könnt ihr jedoch kein Doppel mit einem computergesteuerten Gegner spielen. Der Einzelspieler bietet dabei auch nicht gerade großartige Optionen. Ihr könnt gegen den Computer spielen. Und dort könnt ihr aus vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen auswählen. Mehr Auswahl habt ihr nicht. Es gibt keine verschiedenen Bodenbelege oder ähnliches. Es ist einfach pures Tennis, mit verschiedenen Sätzen gespielt. Immerhin bietet euch der Gegner je nach Schwierigkeitsgrad durchaus eine größere Herausforderung. Und so heißt es hier üben, üben und nochmals üben. Aber kommen wir zu dem Wichtigsten. Wie spielt sich das denn genau? Wie ist die Steuerung? Mit dem Steuerkreuz bewegt ihr logischerweise euren Spieler auf dem Platz. Dann könnt ihr mit A und B entweder einen schnelleren, aber einfachen Ball schlagen oder einen höheren, aber langsameren. Die Schläge könnt ihr dabei mit dem Richtungstasten kombinieren. Lenkt ihr bei einem Schlag nach links, dann geht ihr auch in diese Richtung und so weiter. Mit etwas Eingewöhnung geht die Steuerung auf jeden Fall flott von der Hand und reagiert immer knackig genau. Viel mehr kann man zu dem Spiel allerdings auch nicht sagen. Es beschränkt sich wirklich nur auf das Wesentliche, was eigentlich schade ist, da die Grundlage an sich stimmt. Eine Art Turniermodus oder andere Bodenbelege hätten das Ganze auf jeden Fall entsprechend aufgefrischt. Die Grafik beschränkt sich natürlich eher auf das Wesentliche, was jetzt aber nicht bedeutet, dass das Spiel schlecht aussehen würde. Da Tennis von Nintendo entwickelt wurde, hat es natürlich trotzdem einen ganz eigenen Charme. Die Spielersprites sehen klasse aus und sogar Mario ist als Schiedsrichter dabei. Die Musik ist dabei zwar gut, aber es gibt leider zu wenig Stücke. Ein einziges begleitet euch, aber das ist dafür immerhin gut gelungen. Was taugt Tennis für den Game Boy also heute noch? Es ist ein solides Tennisspiel. Es bietet jetzt keinen Schnickschnack und konzentriert sich komplett auf die einfachen Grundlagen. Großartige Turniermodi oder Platzpflege dürft ihr zwar nicht erwarten, aber für eine kurze Runde Tennis zwischendurch ist das Spiel durchaus geeignet. Bei mir fehlt es leider etwas an Tiefgang, um auf Dauer zu überzeugen. Das war der Test zu Tennis für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Ihr fantastischen Menschen. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.